Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, diesmal auf Deutsch. Ja, ich habe gedacht, ich nehme euch diese Woche einfach mal so ein bisschen mit, weil ich wirklich eigentlich relativ viel mache mit meinen Friends und so. Deswegen, ich glaube, das wird ganz süß und for real auf Deutsch vloggen. Es fühlt sich so komisch an. Ich bin normalerweise immer direkt, wenn eine Kamera an ist, switche ich komplett zu Englisch. Deswegen mal gucken, wie das wird. Gleich kommen zwei von meinen Friends und dann machen wir so ein bisschen Coworking-mäßig. Und später bekomme ich noch zwei neue Tattoos. Ich freue mich sehr. Ich liebe Tattoos und wird gevloggt diese Woche. Aber diesmal auf Scheiße. Deutsch. Oh, warum auf Deutsch? Ja. Mein Setup war auch wunderschön. Ja, egal. Junge, einfach Jura studieren und dann eine Hausarbeit schreiben. Also da bin ich schon ganz glücklich mit meiner Bildbeschreibung. Ey, die würde ich aber auch nicht gern machen. Ich finde uns produktiv. Ich bin fast fertig. Ja, nee, wir machen halt alles. Coffee Break, ganz wichtig. Wo ich dann Zeit habe für dann Kaffee trinken bei Oma und dann. Ich liebe ja coole Tassen, ne? Es ist zwar abgepackt, aber es ist halt trotzdem geil. Ne? Nehmen wir. Friends, ich habe jetzt zwei neue Tattoos. I can't, wirklich, die sind so schön geworden. Das eine ist auf meinem Arm, das ist so eine Schleife. If you know, you know. Ich bin sehr obsessed mit Schleifen. Das zweite ist halt so zwischen meinen Boobies auf dem Sternum, heißt das, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie ich euch das zeige, ohne zu viel zu zeigen. Aber, ja. Wo geht's hin, Freunde? Düsseldorf! Okay, weiter! I've been inside trying to get these dollars. Trying to make more money than life makes problems. New city, new city, new women. Wir sind random durch die Gegend laufen. Und es ist irgendwie gar nicht mal so warm, wie erwartet. Und die Sonne ist auch gar nicht mal so da. Ich hoffe, die kommt gleich noch. Ach, scheiße, ich film schon wieder. Filmst du? Ja, aber das ist schön, dass wir sehen. Weiß ich das schon? Ja, klar weißt du das. Natürlich weißt du, ne? Ich sag ja, ich... Ja, ja, aber... Die Aromen zerfetzt in meine Nase. Ja, also. Mal wieder, Ebola. Wo auch sonst, ne? Eigentlich wollen wir nichts kaufen. Eigentlich. Nee, eigentlich. Eigentlich. Es ist nicht Look at this. Wow. Die Sonne ist wieder rausgekommen. Hauptsache, ich wollte hier heute hin, weil Kirschblüte. Und ich sehe. Ich sehe nichts blühen. Ich drehe am Rad. Egal, da ist eine Ente. Die muntert mich auf. Guck mal, die süßen Geräusche, die beim Laufen machen. Die mit dem Arsch wackelt. Get it, girl. Yo, get it. Work it, green. Wir sind zu spät. Girl struggles. Gar nicht draußen.
glaube, ich mache gerade richtig unnötige Videos. Egal. Wow, Star. Klar. Freunde, ich habe gerade erfahren, ich habe eine Karte für ein Crow-Konzert. Wir spielen jetzt Karten. Ja. Schöne Uhrzeiger sind so, bitteschön. Regel, ich nehme nicht. Ja, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Ey, na. Oh mein Gott. Yeah. Wow. Okay, das war's. Die beiden waren erfolgreich am Shoppen. Wollt ihr eure Meisterstücke mal präsentieren? Das ist gar nicht mal so lustig. Und einmal eine Mini. Das Lustige wird nur, das Ding im Zug zu transportieren. Wollen Sie Leute ernst zu fragen? Nee, jetzt gibt's Eis. Lecker. Richtig. Lecker, schmecker. Mhm. Hallo, hallo. Jetzt ist Mittwoch. Gleich geht es zu einer Freundin. Wir werden da halt schlafen und ich brauche meinen Stuff da, deswegen werde ich das jetzt einpacken. Ich glaube, ich mache mir gleich noch einen Kaffee, weil ich bin irgendwie voll fertig. Ich weiß nicht. Ich sehe auch irgendwie nicht so fresh aus, habe ich das Gefühl, aber egal. Ich werde jetzt meinen Stuff einpacken und dann geht's ab. Ja. Yeah. Secure the goods. Oh ne, wir machen ja Deutsch. Kann ich einmal die Scheibe mit den Tomaten? Claro. Check. Zwei Glas Nummer 2 für Dina. Thank you. Vielleicht wärst du euch aus der Ecke sogar schlauer, oder nicht? Typen. Eigentlich klar, ne? Kann ja werden. Zwar eher, dass es so schimmelt, aber ja, ich würde den Schläger wegwerfen. Ich spiele euch die Ostergeschichte vor. Hanna? Gefressen! Deine Karriere als Schattenschauspielerin ist scheiße. Ist schon aufgefallen, dass wer schneidet Avocado so? Ah ja, genau. Girl Breakfast. Ja. Wieder zu Hause und ich bin gerade extrem müde. Eigentlich haben wir gar nicht so wenig geschlafen, aber ich bin voll müde. Deswegen mache ich mir gleich erstmal einen Kaffee. Mal wieder. Gestern Abend war sehr cute. Wir haben erst haben wir einkaufen, dann haben wir zusammen gekocht. Und dann eigentlich den ganzen Abend so Spiele gespielt und getalkt und I love it wirklich. Das ist so mein perfekter Abend und lieben wir. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zu Hause und meine Social Battery muss ein bisschen aufgeladen werden wieder, weil irgendwie ich weiß nicht, was diese Woche los ist. Ich mache sonst nie so viel. Sonst sitze ich auch mal ganz gut eine Woche nur zu Hause rum und mache gar nichts. Deswegen, ja, tired. Lieben wir trotzdem. Ich liebe meine Freunde. Hello, hello again. Es ist schon wieder der nächste Tag. Wow. Auf jeden Fall, ich habe es ein bisschen eilig. Ich muss jetzt eigentlich los und Hanna abholen, weil wir sind verabredet zum Lasertag-Spielen. Richtig cool. Ich habe das vor Jahren mal einmal gemacht bei irgendeinem Kindergeburtstag von meinem Bruder. Und ich bin sehr gespannt. Das machen wir mit unseren Uni-Friends und ich bin wirklich sehr excited. Das wird, glaube ich, echt funny. Deswegen müssen wir jetzt auch los, weil sonst komme ich zu spät. Züge warten nicht. Yay. Aber es gibt so bestimmte Sachen, die kann man nicht auf Englisch übersetzen. Und so humormäßig unterwegs sind. You must stop, but you barely make the cut. You say you.
Ich werde so einfach am Tanzen sein, wenn ich das nicht will. Oh, Hannah, willst du nochmal boxen? Du warst, glaube ich, fast jeden Tag in meinem Vlog drin, ne? Boah, das war vergessen. Good morning, friends. Es ist Zeit, die Folie endlich von meinen Tattoos zu ziehen und ich freue mich, weil mittlerweile es nervt mich wirklich. Ich habe das extra drangelassen, eigentlich nur fürs Lasertag gestern. Was übrigens sehr lustig war, das macht voll Spaß, ich muss es echt öfter machen. Das wird jetzt gewaschen und dann schön eingecremt und dann werde ich mich mal ready machen. Eigentlich hatte ich heute Pläne, aber irgendwie halt auch nur so halb und das findet jetzt auch nicht statt. Das heißt, ich habe den ganzen Tag Zeit, alles Mögliche zu machen. Hey! Ich mache jetzt gerade meine Bildbeschreibung zu Ende. Ich muss eigentlich nur noch Fotos einfügen und dann kann ich das endlich abschicken. Und dann bin ich free von den Aufgaben. Aber nächstes Semester geht schon in weniger als einer Woche los. Also egal. Egal. We don't talk about that. Okay. Ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Ich gehe mit Mama schnell in die Stadt, ein bisschen Lebensmittel einkaufen und zu DM, weil ich hoffe, dass meine Filme endlich entwickelt sind. Ich möchte endlich meine Bilder sehen. Let's go, I guess. Yeah. Ich trage diesen Pullover jetzt auch wirklich schon die ganze Woche, aber ist mir egal. Der ist schön dick und warm, obwohl wir 20 Grad haben, aber irgendwie ist voll kalt heute. Ja, das ist mein guter Pullover von meinem Konzert, wo ich war in Berlin und ich lieb ihn. Der war voll teuer, aber scheiß drauf. Okay, hi Freunde. Ganz, ganz schnell. Frohe Ostern. Ich bin mega spät dran. Meine Mom stresst schon. Ups, I'm sorry. Ich habe etwas lange gebraucht, mich fertig zu machen. Aber ja, es ist auf jeden Fall Ostern und wir fahren jetzt zu Oma und Opa. Dann gibt es Kaffee und Kuchen und Abendessen. Und dann gehe ich heute Abend noch zum Osterfeuer in meinem Dorf. Da ist ein bisschen Party. Also ja,